Heute, was geht ab, Leute, hier? Zum Jahresabschluss nochmal ein Abschluss meiner ganzen Werte und sowas. Eigentlich hätte ich dieses Jahr noch, also morgen, spätestens morgen, die 300 Millionen EP knacken sollen. Habe ich nicht geschafft, in letzter Zeit geschwächelt, leider. Aber ich habe 277 Millionen. Wenn wir es aufrunden, sind es 280 Millionen. Und für 280 Millionen hätte ich eh wieder ein Update gemacht. Das sind 14 Mal Level 40, knapp, also 3 Millionen, 23 Millionen hinter meinem Jahresziel, aber wie gesagt, die 3 Millionen, da kneift mir ein Auge zu. Und normalerweise vergleiche ich das ja immer mit dem Vormonat und der Vorstufe, also in dem Fall 260 Millionen. Aber wir haben das ja nicht in einem Monat geschafft und wir haben auch noch nicht ganz 280 Millionen. Deswegen als Jahresabschluss schauen wir uns einfach nur alles nochmal an. Und im neuen Jahr werden wir auf jeden Fall viel, viel weniger machen. Ich habe kaum noch Freunde, also ich habe noch ein paar Freunde, die jetzt durchkommen. Aber ihr wisst, ich will eigentlich nur noch Lucky-Freunde haben, nur noch München und sowas. Oder zumindest welche, mit denen ich dann tauschen kann. Deswegen keine neuen EP-Freunde und auch wirklich EP-technisch, da geht einfach gar nichts mehr. Interessiert mich eigentlich auf null. Ich will nur noch hier meine Arenen machen, noch 209 Goldene, 90 Pokémon Maxen, 58 Hunderter brauche ich noch und 75 Shiny Luckys. Das sind so die letzten Ziele, die ich noch habe, die ich so 2020 verfolge und EP ist dann nicht mit dabei. So, wo fangen wir denn an? Ich habe medaillentechnisch. Schauen wir einfach mal kurz durch. Safari Zone 2017 habe ich 2. Dann haben wir hier GoFest dieses Jahr, war schön. Check das Video von morgen ab. Da schauen wir uns noch mal ein paar Highlights von 2019 an. So ein Highlight-Video halt, kolossale Entdeckung, das Ticket für 7 Euro, 8 Euro. Gelaufen bin ich 13.621. Interessant wäre jetzt natürlich, wie viel ich nur in diesem Jahr gelaufen bin. Aber kann ich nicht nachweisen, keine Ahnung, Leute. Kanto Pokédex voll. Gefangen habe ich 258.708. Entwickelt 38.525. Gebrütet 5388, ich muss sagen, ich brüte nicht viel. Eigentlich nur die ganzen Brutmaschinen, die es nebenbei gibt in den ganzen Boxen. Und dann, wenn es irgendein Staub-Event gibt, wo es mehr Staub fürs Brüten gibt, für die Eier, dann brüte ich eigentlich nur. Das sind Pokestops, 196.000. Ah, die 200.000 schaffe ich leider nicht mehr in diesem Jahr. Schade, 196.016. 624 große Carpador. Das heißt, seitdem ich die Medaille auf Gold habe, also ich habe sie zweimal auf Gold, sagen wir es mal so. Gekämpft, leider nicht die 50.000 geknackt. 47.381. Aber, muss sagen, wenn man in dem Raid-Kampf auf meine Statistik klickt, dann ist da über 50.000, weil die zählen auch noch die Raids mit dazu. Also, an sich schon 50.000 geknackt. Trainiert, 4.999. Ich habe auch nicht vor, die zu steigern. Ich habe nicht vor, diese 5.000 zu machen. Außer, die Quest wird irgendwann mal gut. Ich weiß gerade gar nicht, was es aus der Quest gibt. Du kannst ja zweimal trainieren und dann gibt es irgendein Pokémon raus. Falls es mal gut wird oder so, oder falls irgendwas, wo ich trainieren muss, dann werde ich trainieren, aber sonst habe ich kein Interesse dran. Ich glaube auch 4.900 irgendwas davon sind ehrlich trainiert durch das alte Arena-System mit dem richtigen Trainieren. Dann, kleiner Radfratz, 2.393. Pikachus 2.284, jetzt während des Events natürlich auch eine Menge gefangen. Johto Pokédex 100. Legendary Raids 2.138. Ich weiß noch, Anfang des Jahres, wo Ho-Oh wieder da war, habe ich die 1.000 geknackt. Also dieses Jahr allein habe ich über 1.000 Raids gemacht. Gefüttert, wir haben die 100.000 geknackt. 102.306. Da habe ich in letzter Zeit ein bisschen ordentlich reingehauen. Arena-Stunden, da bin ich nicht stark vertreten. 65.838, ich bin gelb, ich wohne mitten in der Stadt, also hält halt nicht lange. Dann Höhenregion 134, ich weiß nicht, was maximal ist, aber ich weiß, ich habe die Dex-Einträge von Gen 3, 4, 5 nicht so weit, wie es geht. Interessiert mich nicht so wirklich, weil am Ende des Tages irgendwann hole ich mir eh Shiny Lucky und dann war es das. Also muss mir jetzt nicht extra den Pokédex füllen, wenn ich eh irgendwann ein Shiny Lucky davon brauche, falls ihr versteht, was ich meine. Quest 11.125. Ich bin da nicht so stark vertreten, mache eigentlich nur die, die ich wirklich brauche und dann halt die, die unterwegs sind. V
Freundschaften. 302 beste Freunde. Habe ich jetzt letztens geknackt. Ist solide. Ich kenne viele, die haben mehr. Ich hätte auch mehr gemacht, aber an sich ist es, finde ich, schon eine solide Zahl. Getauscht habe ich noch unter 10.000, 9.835. Wir können mal später schauen, wie viele davon 100 sind. Oder machen wir das jetzt, sonst vergessen wir es. Davon sind... Moment. Erstmal... Oh, sorry. Erstmal schnell ein Ei rein, bevor ich es vergesse. So. Dann. Getauscht. Und... 4 Sterne. 11 Stück davon sind 100. Und... 2 davon sind unlucky 100. Und das bei ungefähr 10.000, also 11 von 10.000, sagen wir mal, jeder Tausendste ungefähr, bisschen besser im Schnitt, also schon gar nicht so schlecht. Und davon gebraucht hatte ich, Schnäppedeck hatte ich nicht, aber jetzt während des Events so viele Schnäppedeck, also so krass war das nicht. Den Hund hatte ich, doch, den Hund hatte ich sogar schon. Den Yorkliff hatte ich, Pelipper hatte ich noch nicht. Der war neu. Fabigel natürlich offensichtlich, der ist krass. Und Ninja Tom natürlich, der ist auch mega krass. Das sind so die zwei krassesten. Ansonsten, ja. Pelipa, also ein 100er, den ich sonst nicht gehabt hätte, ohne halt die zwei Klassen. Dann zwei Shiny Lucky 100er. Kyogre-Grüße gehen raus an Onkel Olli. Und vor kurzem erst checkt das Video ab. Spoink. Okay. Dann gehen wir zurück zu den Medaillen. Wir waren bei Tauschen. Kilometer interessiert mich so gar nicht. Ich achte da überhaupt nicht drauf. Seitdem ich die Goldmedaille habe, juckt mich so null. Sinnoh 95. Kämpfen auch überhaupt nicht. Das ist komplett nur von den Kämpfen für Interaktion. 463, 841 und 324. Das Einzige, was ich sagen kann, die Liga benutze ich am wenigsten, weil meistens wird da immer Later King ausgewählt und das ist halt nervig. Foto 210, seitdem ich die auf Gold habe, mache ich die auch fast gar nicht. Also halt eigentlich nur für diese Quests. Und ja, seitdem ist Fabigel 10-mal überraschend aufgetaucht. Rocket Stops 2010 habe ich jetzt mittlerweile. Da habe ich in letzter Zeit auch stark... Wir können auch da mal schauen, wie viele Hunderte ich von diesen 2010 gemacht habe. Da können wir einfach auf... Erstmal Krypto, weil... Ich habe da noch ein paar, die habe ich noch nicht entwickelt. Oder erlöst. Das sind 1, 2. Ich kann jetzt nicht 4 Sterne eingeben, weil die sind ja noch nicht 4 Sterne. Falls ihr wisst, was ich meine. Ich habe sie nur so markiert. 3. 3 habe ich noch am Start und dann bei erlöst. Da können wir dann. Aber an sich sind alle erlösten 100. Also ich habe nichts anderes außer erlöst 100. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 plus 4, Gott, Fratz, sind 20. Das heißt, ungefähr jeder Hundertste bei 2020 nicht schlecht. Und davon waren 3 neue, die ich halt komplett wirklich gebraucht hatte. Das ist natürlich Nocturne, habe ich gejagt. Ihr wart mit dabei. Knackleon hätte ich gejagt. Bloß, ja, der Spruch ist halt so, dass mehrere Optionen möglich waren. Und der kam dann einfach so. Und wohin genau? Auch hätte ich gejagt, aber es gibt ja mehr. Also der Spruch ist, hast du Angst vor unsichtbaren Kräften und dadurch gibt es noch Abga und Traster und sowas. Aber der kam auch einfach so überraschend. Also vielen Dank, Niantic. Dann können wir noch weiter schauen. Incognito, da geht seit Ewigkeit nichts voran. 8 Filme noch, glaube ich. Weil es gibt ja 28, obwohl die Medaille bei 26 aufhört wegen Fragezeichen und Ausrufezeichen. Ausrufezeichen habe ich, aber trotzdem fehlen mir noch 8 Stück. Dann normale Raids. Ganz ehrlich, beim nächsten Arena-Event wird die voll gemacht. Da werde ich so viele Raids machen. Einfach für die 2000 Arena-Punkte dann. Weil ja bei dem Arena-Event alles doppelt zählt, was man an der Arena macht. Und dann werde ich mir auf jeden Fall ein paar Gold-Arenen gönnen. Die schauen wir uns auch gleich noch an. Und die Medaille wird auf jeden Fall voll. Erlöst. Könnte ich voll machen, ich habe viele jetzt angesammelt, aber wir haben ja jeden Monat diese Quest, diese Aufgabe mit Erlöse 15 Pokémon. Dementsprechend warte ich einfach und irgendwann nächstes Jahr 2020 wird die sicher auf Gold. Einer, wie gesagt, Pokédex juckt mich null und dann, ja, Rocket. 2 Monate gibt es den bisher, also 2. Wie viele braucht man dafür?
20 Monate, also 18 Monate noch, 1,5 Jahre, müsst ihr die auf Gold haben. Alles klar. Im Schnelldurchlauf das hier, falls es irgendjemanden juckt. Aber an sich nicht, oder? So. Und EP 277 Millionen. Dann im Schnelldurchlauf auch nochmal schnell die Gold-AG-Punkte. Falls es jemanden interessiert, sagt euch jetzt nicht so viel. Ihr könnt mitzählen. Ihr könnt auf Slow Motion machen, langsam, und dann zählen. Irgendwann mache ich wieder ein Update. Ich zähle jetzt nicht, wie viele ich habe, sondern ich zähle mal, wie viele mir noch fehlen. Deswegen kann ich euch nicht sagen, wie viele jetzt schon auf Gold sind. Aber wie gesagt, irgendjemanden, den es interessiert, kann es nachzählen oder in die Kommentare schreiben. Zwei davon sind Legacy AG'en. Die gibt es nicht mehr, das sind die zwei aus Parsing, die sind offensichtlich jetzt weg, wo der Vertrag ausgelaufen ist und die ganzen Stops und Module weg sind und Arenen. Und ja, dann schauen wir uns noch schnell den Pokédex an. Das interessiert auch irgendwie welche, obwohl, wie gesagt, mich nicht. 151, ich scroll mal durch. Hier haben wir offensichtlich alles, also da muss ich euch eigentlich nichts zeigen bei Gen 1. Gen 2 haben wir auch alles. Wenn es mal ein bisschen schneller laden würde. Gen 3. Sollten wir eigentlich auch alles haben, was da ist. Ich glaube, Kecleon fehlt noch. 352, ansonsten alles am Start. Gen 4 fehlen noch regionale. Pachirisu hier zum Beispiel. Der Papagei. Mein Kommandant habe ich noch nicht entwickelt. Obwohl, jetzt könnte ich es eigentlich, weil... Der einzige Grund, wieso ich den nicht entwickelt habe, ist wegen C-Day und der C-Day-Attacke. Aber jetzt, wo es den schon Shiny gibt, wissen wir ja, es kommt kein Komma nach C-Day. Also könnte ich den eigentlich schon entwickeln. Hypo könnte ich eigentlich auch entwickeln. Keine Ahnung, wieso ich das Hypo noch nicht entwickelt habe. Und den Rest gibt es, glaube ich, noch nicht. Außer, ja, die anderen zwei vom Seen-Trio, die natürlich regional sind, habe ich nicht und habe ich auch nicht mal gesehen. Zumindest gesehen. Ah ja, kann ich gar nicht. Arenen und so, man kann keine legendären in Arenen stecken. Dann Einal. Ja, habe ich einfach nicht entwickelt, weil sehe ich keinen Grund dafür. Werde ich noch machen, wenn ich irgendwie ein 100er oder Shiny Lucky oder sowas habe. Von den ganzen Sachen. Dementsprechend. Die zwei Affen, die anderen Affen, also der grüne und blaue, könnte ich mir eigentlich auch schon ertauschen. Ich habe eine Kollegin, die will mir noch einen grünen geben. Und blau kriege ich auch sicher eigentlich irgendwo her, aber juckt mich nicht. Ich will die irgendwann eh in Shiny Lucky haben, also. Wieso soll ich mir jetzt einen normalen ertauschen, wenn ich mir irgendwann in einem Jahr, 1,5 Jahren, 2 Jahren Shiny Lucky von denen tausche? Falls ihr versteht, was ich meine. Pokédex hier. Ja. Das war das. Kann ich euch sonst noch irgendwas zeigen? Vielleicht kurz hier Top-Pokémon. Ups, andere Richtung. Für alle, die es nochmal interessiert, die paar. Ah, da habe ich letztes ein Video gemacht mit meinem Top. Was weiß ich, wie viel Pokémon. Sternstaub, checkt das Video von vorhin ab. Da haben wir nochmal alles gepusht. Aber für euch nochmal, wir beenden das Jahr mit 3.242.000 Sternstaub. Ansonsten war es das, Leute. Der große Jahresabschluss 2019. Mal schauen, was 2020 so abgehen wird. Aber das war es erstmal von mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.